Hi Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge von Unterwegs im Odenwald. Heute, wie ihr hier schon schön im Hintergrund seht, sind wir an einem kleinen See. Und zwar an dem alten Steinbruch in Mesbach. Sehr schön hier. Ihr seht ja im Hintergrund schon diese wunderschönen Steinwände. Also das war mal früher, wie der Name sagt, ein Steinbruch. Und heute leben hier viele Arten Tiere, wo man früher nicht gedacht hätte, dass die hier jemals leben werden. Aber mehr dazu erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Wir sind angekommen. Also die Zufahrt hier ist etwas... Eigentlich gibt es gar keine. Also man muss am besten bei Google Maps gucken und irgendwo, wo es passt, parken. Also ich habe hier jetzt am Rand einen Parkplatz gefunden, weil egal von welcher Seite sind es Landwirtschaftswege, wo man nicht langfahren darf. Jetzt laufen wir mal zu dem in Google Maps eingezeichneten Eingang. Gesehen. Also da ist auch eine Schranke, hier ist auch die Zufahrt nicht möglich. Also müsst ihr das so machen, wie ich das mache. Aber auf dem Schild steht auch verstärkte Kontrollen. Also von daher gucken, wo ihr parkt, wo man auch parken darf. Glasklar, sehr schön hier, der ist nicht groß, aber das ist schon mit dieser Steinwand da hinten phänomenal anzuschauen. Vorbei, mal sehen, ich hoffe, der geht vielleicht einmal rund um den See. Da gucken wir jetzt mal. Also das finde ich ein bisschen schade, dass wenn man den Weg hoch
läuft. Überall aussieht wie auf einer Grünschnittdeponie. Aber ich glaube, hier oben kommen wir nicht weiter. Müssen wieder runter. Ich habe vor, euch auch ein bisschen Geschichtliches zu dem Ort zu erzählen und das mache ich jetzt mal. Viel Spaß dabei. Auf dem Areal des heutigen Steinbruchsees befand sich bis in die späten 1970er Jahre hinein ein Abbaubetrieb, in dem das kristalline Gestein des vorderen Odenwaldes in erster Linie für den Straßenbau gewonnen wurde. Erst nach Aufgabe des Bruches erfüllten sich die Abbauplateaus mit Grundwasser und es entstand ein nahezu nährstoffloser See. Ein ganz besonderer Lebensraum für so seltene Arten wie die Süßwasserqualle, auch Medusa genannt, hier auf dem Bild zu sehen. Angedacht war damals hier ein Naturschutzgebiet zusammen mit dem Messbachlauf und dem Herrenseegebiet einzurichten. Das geologische Fenster ist eindrucksvoll. Du kannst an den Rändern des Sees die verschiedenen Gesteinsarten erkennen. Vor rund 340 Millionen Jahren ist durch das Aufeinanderprallen zweier Erdplatten ein Gebirge aufgefaltet worden, das etwa so hoch war wie die heutigen Alpen. Dabei wurde Magma in die Erdkruste mobilisiert und kristallisierte in etwa 13 Kilometer tief zu hier vorkommenden Kristallinen aus Granit, Granodiorit, Diorit und Mischform sowie ein mehrere Meter mächtiger Poriergang. Durch das langsame Abkühlen tief im Erdinneren konnte die Tiefengesteine große Kristalle herausbilden. Der feinkörnige Porphyrgang entstand in den späten Phasen der Gebirgsbildung. Das Gebirge wurde bereits im Erdaltertum wieder abgetragen, wodurch die ehemals in großer Tiefe entstandenen kristallinen Steine an die Erdoberfläche gelangten. Also das, Leute, ist auf jeden Fall ein Ausflug wert. Wunderschön hier, auch wenn das Gelände jetzt nicht so groß ist, aber wir laufen jetzt zurück zum Auto. Auf dem Weg zum Auto habe ich noch was Schönes entdeckt. Eine Bach, die durch so schöne Steinanordnung fließt. Ich zeige die euch mal. Das gibt es hier auch noch zu sehen. Und jetzt laufen wir runter zum Auto. Dann hoffe ich, dass euch das Ganze gefallen hat. Genaue Daten findet ihr auch noch mal unten in der Infobox. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge von Unterwegs im Odenwald wieder. Bis dahin, macht's gut!